Auch 830 Sicherheitskräfte sind machtlos gegen ein paar Unbelehrbare. Gott sei Dank die einzige Unsportlichkeit während des Nordderbys St. Pauli gegen Rostock. Die erste sportliche positive Tat gelang St. Pauli und Marcel Rath nach einer Viertelstunde an die Latte. Dietmar Demuths Aufsteiger waren einfach zu nervös. Nach 20 Minuten unnötiger Ballverlust Hansa Rostock mit Riedlewitz und dann Bayerle. Die Führung für Hansa Rostock, 0:1, der erste Treffer des neuen Mannes. St. Pauli war einfach spielerisch zu schwach, traf aber noch zweimal den Pfosten, zunächst durch Cenci, später durch Rath. Am Ende 0:1, die ersten drei Auswärtspunkte für Hansa Rostock.